Wir schauen uns jetzt an, wie eigentlich eine Optik in so einem Halter fixiert wird. Und hier gibt es drei unterschiedliche Varianten, wie das passiert. Und zwar die erste ist einfach eine Klemmung seitlich. Die zweite ist einfach auch eine Verschraubung von vorne, flächig. Und die dritte ist eine Verklebung. Gucken wir uns mal die erste an. Wir haben hier die Optik und wir haben hier eine Drei-Punkt-Auflage. Das heißt, wir halten hier die unteren zwei Punkte, die sind hier fest, wie hier auch in dieser Variante. Und wir haben einmal von oben, das ist hier diese Madenschraube, mit der dritten Variante, die von außen die Optik klemmt. Ansonsten haben wir dann hier eine Verschraubung. Und zwar, wir haben die Optik, die direkt auf dem Metall aufliegt. Dann haben wir einen Kunststoffring, der auf dem Spiegel liegt. Und anschließend einen Vorschraubring, den wir einfach auf die Optik verschrauben. Wird im Englischen auch Retainerring genannt. Wichtig ist, dass man hier eine gute Dosis findet. Das heißt, bitte nicht zu fest anschrauben, aber auch nicht zu leicht anschrauben. Weil wenn ich zu fest anschraube, bringe ich wieder Druck auf den Spiegel auf. Und umso mehr Druck heißt Verformung und meine Wellenfront, zum Beispiel mein Lambda-Zehntelspiegel wird einfach verformt und ich habe ein schlechteres Ergebnis. Ansonsten haben wir hier noch einen anderen Spiegelhalter und da wird der Esmond dazu was sagen. Beim MHX-Halter gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Fixierung. Den einen hat Axel schon angesprochen, das ist die Verklebung. Die wird gewährleistet durch die drei Aussparungen an der Stirnseite. Dadurch kann der Kleber angebracht werden und der Spiegel fixiert, starr fixiert werden an den Halter. Die zweite Möglichkeit stellt die Stellschraube hier an der Seite dar. Hier wird über eine Madenschraube Druck auf den Spiegel aufgebaut und der Spiegel wird auf eine Fläche geklemmt. Vorteil hierbei ist, dass kein Druck oder weniger Druck entsteht, keine Verformung oder zumindest weniger Verformung entsteht dadurch und auch Wellenfronten beibehalten werden. Dadurch kommt dieser Spiegel gerne dort zum Einsatz, wo Wellenfronten beibehalten werden müssen. Hier zur Übersicht die beiden Fixiervarianten, die wir uns angeschaut haben. Einmal haben wir hier die Variante mit dem Vorschraubring und hier haben wir einen Kunststoffring, der auf der Optik aufliegt und hier wird das Ganze flächig verschraubt. Und die zweite Variante mit der Drei-Punkt-Auflage, wo wir einen Imbusschlüssel verwenden, um die Optik zu spannen von der Seite.